Lehrer, herzlich willkommen bei Lehrer Schmidt. Wir machen weiter mit den Winkelfunktionen, also der Trigonometrie, also Sinus, Cosinus und Tangens. Und in diesem Video soll es ganz einfach nur einmal um die Formeln gehen und die Voraussetzungen für die Formeln. Und das schauen wir uns jetzt einfach an. Stellt euch vor, ich habe hier mal so eine Skizze gemacht von einem rechtwinkligen Dreieck. Hier ist der rechte Winkel und all das, was ich euch erzähle, basiert darauf, dass Alpha der spitze Winkel ist. Und ihr erinnert euch noch dran, die lange Seite gegenüber vom rechten Winkel, das ist die Hypotenuse. Dann die Seite, die an dem Winkel ist, den wir uns angucken, das ist die Ankathete, wie an dem Winkel. Und die, die gegenüber ist, das ist die Gegenkathete. Verzeiht mir die Schrift, ist ja nur eine Skizze. So, und dann gibt es erstmal drei Formeln, die wir kennen müssen. Es gibt noch mehr, aber erstmal schauen wir uns nur diese drei an. So, und dann gibt es da zum Beispiel Sinus Alpha. So, das heißt Sinus zu diesem hier. Und Sinus Alpha setzt sich zusammen, beziehungsweise ist dann ganz einfach die Gegenkathete. Wichtig ist immer, die Gegenkathete von was? Nämlich von Alpha geteilt durch die Hypotenuse. Das ist Sinus. Schauen wir uns Cosinus an. Das ist die Ankathete. Wichtig, Cosinus Alpha. Die Ankathete von Alpha geteilt durch die Hypotenuse. Und zum Schluss bleibt noch der Tangens. Tangens Alpha ist dann gleich Gegenkathete durch Ankathete. Gegenkathete von Alpha, nicht vergessen, durch die Ankathete von Alpha. So, das sind die drei Formeln und ich kann euch nur sagen, es lohnt sich, die einfach mal auswendig zu lernen. Ihr braucht sie, das ganze Thema selber ist einfach praktisch und mindestens bei der Abschlussprüfung oder bei der entsprechenden Klassenarbeit kommt das dran. Aber das ist tatsächlich mal Mathematik, die kann man auch noch mal im Leben brauchen. Kleiner Hinweis am Rande. Das möchte ich nochmal sagen. Die Sachen hier, die sind super praktisch. Manchmal geht es aber schneller mit dem Satz des Pythagoras. Behalte das immer zusammen. Wenn das Dreieck rechtwinklig ist, dann geht eben auch der Satz des Pythagoras. Und wenn ihr zwei Strecken habt, dann könnt ihr die dritte Strecke auch mit dem Satz des Pythagoras holen. Die Trigonometrie, die wendet ihr an, wenn ihr den Winkel und eine Strecke habt. Müsst ihr euch mal merken. Und wenn dann in der Aufgabe drankommt, rechne alles aus, dann lohnt es sich manchmal, das mit dem Satz des Pythagoras zu machen, weil das geht noch schneller. Generell kann man aber sagen, beide Wege sind richtig und es gibt auch nicht den besseren oder schlechteren, sondern höchstens den schnelleren. So, jetzt habt ihr die drei Formeln und mit den drei Formeln schafft ihr mal ganz locker die Abschlussprüfung. Ich bin raus, ihr seid dran. Okay, das war's.